Fällt mir eigentlich ganz gut. Ja, ne? Wir hätten auch eine Fackel im Menü. Weiß ich gar nicht mehr. Ja, ja, wir haben. Aber die Fackel nimmt schon auch einen Waffenplatz weg, ne? Ja, ja. Aber ja, genau, das wie der Kochfächer und alles. Ich meine, wir haben jetzt nicht irgendwie Waffennot. Ah, Demon Smoker, die Farbe ist jetzt anders. Ja, viel besser. Sehr angenehm. Was denn? Er hat seine Chat-Farbe umgestellt. Demon Smoker war's. Ja, ja, ja. Das ist mir nämlich schon ein paar Mal aufgefallen, dass Ihmchen das vielleicht so umgestellt hat. Das ist ja so ein dunkler Typ, weißt du? Oh, da, der dunkle Lord ist er. Du darfst nicht da runter, oder? Kannst du das? Oh, geht. Aber wenn du sprintest, ist es aus, ja? Oh je, wir schaffen. Nein, die ist ausgegangen. Einfach so? Oh, guck mal. Hoi, hoi, hoi. Ich würde ihn kurz platt machen. Da bist du doch jetzt gut drin, oder nicht? Digga. Du liebst es, ne? You love the risk. Komm, willst du ihn nicht kurz platt machen? Ja, okay. Mal kurz in Sicherheit. Kurz in Sicherheit, sagt er, dann springt fast die Klippe runter. Nein. Wow. Und dann Arvas. Okay. Arvas? Arvas. Guck mal, da ist tatsächlich jetzt sind es 914, kann ich sehen. Alter, ob wir pünktlich zu dem Sleth-Event hier die 1000 voll haben? Ob wir uns Pizza bestellen gleich? Nee. Nee. Ich bestelle euch keine Pizza. Wir sind nicht drin, wir haben schon so viel die letzten Tage ernsthaft. Ja, ja, ist echt so. Hä? Dein Wächterschild plus plus ist zerbrochen? Unser schönes Wächterschild plus plus. Das ist, wenn ich zu spät A drücke, glaube ich. Das ist richtig schlecht. Ah! Wow! Au! Oh nein. Jetzt wir haben kein Schild mehr. Aber jetzt. Das Wächterschild plus plus? Ja, es ist auch noch. Es ist maximal bitter. Höchst ärgerlich. Nur so eine scheiß Route ist gerade. Kack, fuck. Das ist richtig scheiße. Ich bin dazu geneigt, neu zu laden, aber das würde ich nicht, mache ich nicht. Fuck you. Jetzt eine Route, die nicht kaputt geht. Stell dir das vor. Soldatenschild, siehst du? Guck mal, es werden sich hier schon Tipps gegeben, wie man seine Farbe umstellt. Supi, jetzt haben wir ein Soldatenschild wieder. Willst du es nochmal probieren? Ja. Schade aber tatsächlich um den Wächterschild plus plus. Ja, ja. Sag ich, wie es ist. Schon. Weil, es ist ein. Vielleicht auch zu früh A gedrückt. Kannst du ihm auch ins Auge schießen, ne? Hey. Das hat doch das letzte Mal immer reibungslos geklappt, erinnerst du dich? Ja, ja, ja. Oh, hast du doch. Ich könnte doch einfach hier langlaufen. Immerhin hat es dich nicht erwischt. Theoretisch. Schau mal. Florian Göttling ist auch mit in die Familie gekommen. Hallo, Florian. Oh. Na? Vielleicht macht es doch Sinn, einfach immer um 19 Uhr zu starten. Wir forschen ja noch. Einfach um 19 Uhr immer Zelda spielen. Jeden Tag. So, jetzt kriegst du. Jawoll, Patz! One Hit. Ja, wäre eigentlich ganz gut gewesen, wenn man da nicht das Wächterschild plus plus für hätte draufgehen lassen. Ja, ich hab's doch verstanden. Ich ärgere mich doch auch. Ich wollte nur noch mal. Und jetzt regnet's wieder. Ja, ja. Ist doch nicht okay. Nein, ist nicht. Ah, Rambaldi. Florian kann dann auch gleich für Zelda stimmen. Ja, Flo. Wir haben eine Umfrage am Laufen, ob wir weiter Zelda spielen dürfen oder nicht. Letztendlich ist das auch die richtige Formulierung. Guck mal, wir hätten hier unten, hätten wir auch. Nee, hätten wir nicht. Nützt uns nichts. Hast du eigentlich schon rausgefunden, wie man den jungen Herrn Felisilvestris Catus ausspricht? Felisilvestris Catus? Felisilvestris Catus? Und woher ist es? Silvestris. Silvestris? Felis Silvestris Cadus. Ist irgendwie klangvoll. Schon. Genau. Marcel soll ihn auch mal aussprechen. Ach, nee. Nee? Nee. Da hat man ich wäre dafür gemerkt, gewesen. Dass ich hier und da richtig ausspreche Sachen. Du bist ein Sprecher. Das ist ein Sprechertyp, der Marcel. Was war gestern Abend denn nochmal? Tobubabu. Tobu Babu, wie hast du denn noch mal gesagt? Tobu Babu oder so. Tobu Babu.
Turbo Babo. Nee, du hast Turbo Babo. Turbo Babo. Was war denn? Buddy hat noch so einen lustigen da draus gemacht. Buddy? Buddy. Buddy, ja, ja, der. Buddy hat da noch einen draus verwurstet. Das richtige Wort ist. Turbo Babo. Tofu Babo. Turbo Babo. Nee. Turbo Babo. Nee. Turbo Babo. Das hast du gesagt, ja. Aber das richtige. Nicht richtig? Turbo Babo. Turbo Babo. Turbo. Tohu. 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 Wabohu. Wabohu. Ja. Tohu Babohu. Nee. Tohu. Ja. Ba. Wa. Tohu Wabohu. Wabohu. Oh, Alter, was ist das für ein Wort? Wer denkt sich das denn aus? Tohu Wabohu. Tohu Wabohu. Tohu Wabohu. Tohu Wabohu. Tohu Wabohu. Tohu Wabohu. Nee. Kannst du Wabohu. Bist du eigentlich? Tohu Wabohu. 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 Ja, genau. Ja, sag ich doch. Wie sind so eigentlich deine Skills bei Zungenbrechern? Scheiße. Glaubst du wohl. Der Whisky-Mixer mixt den Whisky mit dem Whisky-Mixer? Kein Fall könnte ich das jemals sagen, nicht in 100 Jahren. Wixi-Mixer. Ja, ja. Wixi-Mixi. Yep. Ach, grüne Neune. Viel Spaß. Tu, Link, hör mich an. Ich muss mich Sherry ist wieder gesund. Ich muss mich eben vor ihm ausziehen, damit er meine Namen angucken kann. Echt? Wie demütigend. Ja, zum Glück hat es geregnet. Das hat ein bisschen das von mir abgewaschen. Meine Liebe hat Cherry wieder zum Laufen gebracht. Wer ist Cherry? Das Ding da. Okay. Du hast sie angezündet? Danke. Ja, ja, bitte. Hier, eine Belohnung für dich. Als Dank, dass du Cherry wieder aktiviert hast. Antiker Pfeil! Mal drei. Drei Pfeile mit Spitzen aus Klingen antiker Waffen. Sie sind außergewöhnlich effektiv im Kampf, sogar gegen Wächter. Ja, ja, die machen richtig bam, bam, bam. Aha. Die brauchen wir, glaube ich, für Hast du sie schon gesehen? Nee. Also, sie ist halt auf der Spielpackung. Nee, ja? Spielpackung. Noch nie gesehen. Wallpaper Trader damals. Auf Grundlage des geheimen Wissens der Sheikah habe ich sie immer weiter verbessert. Und jetzt sind es Anti-Verheerungswaffen oder kurz AVW. Sieh mal, hier sind meine Babys. Die antiken Pfeile! Meine Cherry kann nicht nur antike Pfeile herstellen, sondern auch allerlei antike Rüstung. Können wir hier was kaufen? Versuch doch mal, sie mit antiken Materialien und Rubinen zu füttern! Rubies? Ruby, 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 Ruby! Hoppla, hast du das gehört? Du musst verstehen, Link. Unser Forschungsbudget ist stark geschrumpft seit dieser dummen Sache mit der Zerstörung von Schloss Hyrule. Alle wollen dann unsere Rubies! Sie ist als dein Beitrag zur Wissenschaft. Ja, 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 lass uns nicht lange fackeln, sondern Fackeln anzünden. Gemeinsam besiegen wir die Verheerung. Und du bezahlst noch dafür. Muhahaha. So. Okay, dann schauen wir doch mal. Steht's zu Diensten? Aha. Antiker Pfeil. Ein Pfeil, 90 Rubies. Alter. Leck Arsch. Antikes Großschwert. Antike Alter, Lanze? Ich hab richtig Bock auf diese ganzen antiken Dinge. Helm. Guck mal, wie er ausschaut. Warte mal. Was kann denn der alles? Dann? Ich sehe dann aus wie so ein Wächter. Antikabwehr. Sieht aus wie so ein Wächter. Sieht doof aus. Ob man die dann auch noch mal pimpen kann? Ich brauche die. 2000 Rubies? Ja, ja, pro. Aber die Sache ist jetzt ja nur die. Welche ist sie? Die Sache ist jetzt jene, dass du ganz aktuell. Ach, da guck mal, da fehlt sogar noch dann auch noch anderer Kram. Ah, Zahnrad und so. Auch noch. Heftig. Heftig. Und die brauche ich immer, die Zahnräder. Ja, 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 ja. Da hast du richtig Wow. Mangel. Oi. Oh, hier brauchst du Holzfeile, das ist ein Problem. Oha. Echt? Sag ich das? Wir sind also immer knapp dran. Wir haben Cash, haben wir, ne? Aber ja, auch nicht. Pfeile? Ja, aber Cash können wir, also haben richtig, wir haben richtig noch. Wir haben ja noch Turbos und so. Und Opas. Topfer Gangnam Style. Wecken. Wer ist sie? Wecken, geil, gemein. Du hast mich ungeschminkt gesehen? Dann musst du sterben. Und dann smilet sie wieder. Sie sieht nicht ungeschminkt aus. Amin aus der Regie. Vor allem, es sind ihr, also keine Ahnung. Der Kajal war ein bisschen grob und die Wimperntusche ist auch heftig verklebt. Sowas behalt für dich besser. Einfach für dich behalten. Keine Schminke bewerten. Lass uns ein neues Sendungsformat an den Start bringen. Schminke bewerten mit Dirk. Wir suchen Fotos aus dem Netz, ihr schickt mir die zu und ich bewerte sie.
Die Pfeile sind verdammt wichtig und gut. Leunen mit One-Shot killen? Was? Mit One-Cot? Shot? Shot, Cot. Ach so, aber Digidi sagt, du tötest sie damit nicht. Sie droppen dann auch kein Loot. Ah. Ach, das ist ja wieder Information hier. Geiles Building. Aber auch schon wieder so ein dickes Fernrohr. Und die Musik ist gerade irgendwie ein bisschen strange. Die X-Beauty Palace. Oh. Ich weiß nicht. Dagi-Dena-LP könnte das sein. Dagi-Dena-LP vielleicht. Hm. Wobei, die Kategorie Beauty gibt es ja schon. Kommt übrigens bald demnächst mal wieder eine neue Beauty-Folge von der Dagi-Dena-LP. Ja? Hab ich mir sagen lassen. Du hast ja da Kontakte zu. Mhm. Wir machen jetzt, wollen wir jetzt mal das hier probieren? Weil das ist ja hier schon so ein Mysterium von Beginn an quasi. Erinnerst du dich? Hier in diesem Wasser ist doch so ein riesen Labyrinth-Ding. Ist das das, was wir eben gesehen haben von Weitem, das Labyrinth? Nee, ist ein anderes, ne? Das ist hier das da. Oh, Labyrinthe, ich liebe Labyrinthe. Ist das so, warum? Ja, ich weiß nicht. Niemand mag Labyrinthe. Ich habe eine Labyrinth-Passion. Aber hier ist auch alles voller Schreinchen. Ich wollte immer mal auch... Wollen wir da mal hinfliegen? Ich speichere jetzt und ja, dann fliegen wir da hin. Ja, speichern ist gut. Ich wollte immer mal so eine Road-Battle-Geschichte oder so in dem Labyrinth machen. So ein Maislabyrinth, weißt du? Oh Gott, die sind fies. Oh nein. Ja, ja. Das genau. Siehst du natürlich jetzt erst. Ja, ja. Zwei. Das ist wie bei Maze Runner. Ich hätte mir diese Information gewünscht. Das ist wie bei Maze Runner jetzt. Welche Information? Dass der die rumfliegt. Drei! Aber. Oh! Vier! Oh nee! Alle voll! Oh, wann ist Mifas Gebet denn eigentlich wieder am Stießen? Dauert noch ein bisschen, wa? Ja, shit. Scheiß. Aber es sieht erstmal jetzt so aus, als können wir da prima direkt geradeaus durchwalken. Irland. Das ist dieses Irland. Das ist witzig. Ich dachte immer, das mit Schafen und Hügeln. Nicht mit Labyrinthen und fliegenden, sterbe-laserschießenden. Also ich hätte jetzt vorgeschlagen, du. Ah. Wer auf dieser Insel weilt, bekommt eine Prüfung zugeteilt. Ob das von. Wer das Labyrinth Tobi durchquert. Nice. Dem wird Glück und Segen gewährt. Also den nächsten Teil rappen? Uff, ach so. Ah, sorry, war's schon. Gerade die Beatbox. Prüfung auf einsamer Insel. Oh, noch einer. Er auch noch. Na, nein! Wie viele Schilder hast du noch so? Ach du Scheiße, das wird nie was. Wir werden richtig, kann man, ja, immerhin. Oh, nee. Oh je, oh ich fürchte, wir kriegen richtig auf die Nüsse, Alter. Ja, wir kriegen... Kassieren. Was ist da drin? Keine. Keine mehr? Lohnt sich dann nix. Diese lohnt sich nix. Nix lohnen. Da kommen wir nicht hoch, leider nicht ganz. Da haben sie auch an den Texturen gespart. Das sieht irgendwie, finde ich, ein bisschen schäbig aus. Sieht er mich? Ja, ich denke. Ah! Ah! Nö! Ah! Vor allem ist das ein voll ausgerüsteter Wächter, der ist noch richtig heile. Fuck. Der ist sehr heile noch. Hat noch 1500 Lebenspunkte. Also ich meine auch voll ausgerüstet. Die gab's ja auch schon so, weißt du? Ich bin dafür, wir nehmen uns einen Sprintkeks und ab geht's. Einfach durchlaufen? Mit dem Mitte. Ja? Weiß nicht. Sprintkeks. Weiß schon. Haben wir noch Sprint-Dings? Da, hier der Sprint. Nee, das doch. Ist das Sportmedizin? Sowas? Hm? Und ab geht der Peter. Woo! Aha. Immer mal zwischendurch, ne? Das ist wichtig. Guck mal, wie schnell sich das wieder regeneriert. Wo ist denn der Tempel? Da geradeaus durch. Da rüber. Nee, ist schon richtig. Guck mal, da hin nämlich. Da oben musst du hin. Ja, ja, aber da muss ich hin, aber ich kann ja nicht einfach dahin laufen. Siehst meinst du? Ich muss ja hier rein, da musst du rein erst. Hm. Oh, seh das. Okay, warte mal. Fuck, hier kommen wir gar nicht durch. Ah. Unten muss ich rein. Unten rein und dann kann ich rechts, dann bin ich da oben. Aber dann komme ich nicht weiter rein. Die Frage ist, wo geht's rein? Nintendo, Alter. Wo geht's denn, wo, was meinst du, wo es reingeht? Was meinst du, wo es reingeht? Ich muss den untersten nehmen, ne?
den untersten, dann kann ich zumindest, dann sind wir schon mal da drin. Aber es ist der einzige, der hinführt. Unten rechts. Ja. Ich finde das okay. Meinst du, man findet hier Blut? Sackgasse. Geradeaus, geradeaus. Links. Hier sind die Fliegedinger, ne? Nee. Ja, da, genau. Nee. Dann, ich muss versuchen, noch diese Karte besser lesen zu können. Nee, du musst weiter zurück. Darum ja, jetzt. Nee, ist nicht richtig. Kannst du hier links? Da, kannst du da rein? Dann da rein. Ja. Nee. Nee. Ist eine Sackgasse. Ist ein Beutelweg. Sicher? Ja. Mit deinem Beutelweg immer. Ich sehe den Beutelweg hier. Ja, das ist das T. Zurück und dann da. Zurück und dann da links. Wahrscheinlich sind wir zu viel zu früh hier. Das ist wahrscheinlich fürs Endgame. Ah, die Karte bringt uns nicht, euch nicht viel. Gibt zu viele unterirdische Wege. Na klasse. Warte mal. Jetzt hoch. Ja, ja, hoch. Aha. Hier ist nichts. Doch, das ist richtig. Da hoch. Dann rechts. Und dann wieder links. Ja, ja, da hoch. Mhm. Und dann diese Laserfliegedinger. Nicht, dass die uns gleich entdecken. Nein, die sind nur, damit man nicht oben langklettert, glaube ich. Ja. Genau. Oh. Sprengung? Jupp. Nee. Hat es dir was Falsches suggeriert? Sollen wir auf die Karte gucken? Also wir probieren jetzt ja da unten hinzukommen, ja, ne? Also jetzt geht's links. Und rechts. Oh, was ist das? Metall. Den kannst du verschieben. Ja. Den Pinökel. Aber der Weg, den wir wollten, ist hier. Ja, aber das sieht nicht nach. Vielleicht brauchen wir das Metallding, um da hochzukommen oder so? Vielleicht. Nö. Waffen. Scheiße. Haben wir nur Kappes? Was haben wir denn an Waffen noch? Haben wir nicht noch so einen Stock irgendwo dabei, den du wegtun kannst? Ich glaube schon. Ast. Dann machen wir mal das Metallding da weg. Vielleicht kommen wir daher. Ja. Link. Bam, 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 bam. Wenn hier kein Fliegeding ist, so über uns gerade, dann könnten wir hier auch mal hochklettern, so ein bisschen mogeln. Da sagt, oder da vermutet Rambaldi aber, dass wir dafür zu wenig Ausdauer haben. Ah, das könnte auch sein. Was war das? Habe ich auch gehört gerade. Ob es hier noch geilen Loot irgendwo gibt? Hier ist nix. Hier kommt auf jeden Fall jetzt ein Gegner. Und nun 20. Lüstchen. Was ist er denn? Keine Ahnung, was er ist. Feuerblob. Super. Schade um das Soldatenschild auch. Aber Schilder haben wir ja. Schwert. Da ist in der Tasche kein Platz. Schilder haben wir ja. Hab das schon bemerkt. Ja, ist dir aufgefallen? Du bist manchmal so spitzfindig. Das ist schön. Gummibärensaft wäre jetzt das Richtige. Ja, das wäre in der Tat auf jeden Fall verlockend. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Na, na, na,
mutig und freudig, so tapfer und gläubig. Der Saft bringt die Kraft, das Abenteuer lacht. Gemeinsam könnt ihr so viel mehr noch erleben. Lasst euch verzaubern und singt einfach mit. Gummibären helfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Das sind die Gummibären. Das ging durch mit uns. Ah, ist ein geiles Stück. Stück. Ein Stück Lied. Scheißen Dreck. Hier ist Ende im Gelände. Diemsmucke, geil. Gummibären. Ero hingegen möchte gehen, weil er sich schämt, sagt er. Ja? Wohin möchte er gehen? Weiß ich, wohin er gehen möchte. Vielleicht zu Steffi? Kann er Bratwurst mitbringen? Ich fände es okay. Ah! Ja, Verlaufen. Können wir bitte noch mal auf die Karte gucken, Herr Groß? Warte. Oh Gott. Oh nein. Ich finde schon wieder zurück. Hier ist gleich das Metalldingen da. Jetzt kommen wir wieder zurück, aber dann ist quasi hier quasi komplett Sackgasse. Da müssen wir jetzt hier rein irgendwo. Ja, aber da, naja. Ja. Vielleicht. Aber komm, wir müssen jetzt den ganzen Weg hier wieder ganz zurück. Unten links? Müssen wir jetzt komplett zurück? Licht? Raten, wenn er wieder da ist. Genau, ich, sagt Mike Zimby. Hey, willkommen zurück. Wie war die Reise? Die Reise. War sie auch ins Gummibärenland? Wie wir gerade besangen? Besüngten? Besingelten? Oh, alles zurück. Nintendo, ich hasse dich dafür. Alles zurück. Aber wir haben tolles Loot oben abgeholt. Toll. Ganz. Ein Ritter, ein Königsschwert. Klingt geil. Ist es geil? Nee. Paddel hat gerade angefangen zuzusehen. Paddel! Ja, wir haben. Welche Reise fragt er? Ja, ins Gummibärenland, sag ich doch. Ja, wir haben. Da sind jetzt noch neue Leute dazugekommen. Wir müssen den aktuellen Stand der Dinge einmal klären. Warum heute Dinge sind. Ja. Ah, ich hab mich verlaufen! Labyrinth! Das hier ist nicht richtig. Kann man da nicht klettern? Nee, kann man nicht klettern. Moos. Moos. Moos ist Pelham. Aha, guck mal. Super. Einfach gerade durch müssen wir jetzt. Hm, kein Problem. Unser Sprintobst ist alle. Oh! Lauf! Komm! Ab geht er! Herr Peter? Zum Beispiel. Zap, zerab. Zap, wird knapp. Die lassen uns auf jeden Fall den weiten Weg laufen hier. So, links. Links, nee, das andere. Ja. Oh. Ich hab mich leer gelaufen. Das muss man mal aufpassen, das ist gefährlich, weil dann kann er ganz lange nicht. Und dann auf einmal ist was. Er war im Dönerland, nicht im Gummibärenland. Oh. Dönerland. Oh, Dönerland würde ich auch gerne mal wieder hin. Scheiße. Aber wir haben. Wir müssen aufpassen. Auf unsere Ernährung. Auf unsere Ernährung. Ernähren und auf unseren Geldbeutel vor allen Dingen. Und das und vor allen Dingen auch auf. Bumpy? Ja. Plauzi. Warte mal. Oh. Hat er keine Beine? Keine Beine. Lassen Sie ihn kurz ärgern ein bisschen. Kann uns nichts. Warum hat es gegongt? Ist er wogegen gegongt? Kaiserslin ist auch gleich im Dönerland. Was ist los hier? Wir haben gerade einen Tipp. Mike Zimby gibt uns einen Tipp. Willst du einen Tipp hören? Ja. Das haben wir eben schon mal so halb gehört. Es gibt hier einen Untergrund. Mhm. Und es gibt dort ein besonderes Item. Nee. Nee. Mehr hat er nicht gesagt. Wie kommen wir denn jetzt nach unten? Ich dachte die ganze Zeit, es geht nach oben. Vielleicht müssen wir den Typen, vielleicht sitzt der auf einem Luke. Ah, oh, ja, das ist richtig gute Idee. Mhm. Oh, Bombe.
Luke Skywalker. Die Fädchen, die sie zieht. Ja, dann unser letztes Schild. Du könntest ihn mit dem diesem Pfeil ins Auge schießen. Dann wäre es ein Instant Kill. Ja? Mhm. Mit diesem, weißt schon, dem Dingspfeil. Den habe ich aber nicht. Na doch, ich habe einen bekommen. Drei Stück hast du bekommen. Mit dem Pfeil bringt das nichts. Gar nichts? Nee. Ein ja, ein bisschen, aber halt dann. Aber wenn du eh den anderen machst und der dann Instant Kill ist, dann brauchst du vorher nicht mit dem Eispfeil rein. Doch, auch irgendwas. Da ist was. Shit. Warum kann man ihn eigentlich nicht anheben einfach mit dem. Was ist das da? Da ist irgendwas. Gefühlt kann er uns momentan nichts. Gib ihm einfach ein paar Millionen Schmerzen. Wie viel Leben hat er noch? Kannst du sehen? Oh, guck mal. Gib ihm einfach. Komm, drauf. Mhm, auch ganz gut. Geht er schon kaputt? Ah! Hoppla. Oi, Haufen. Das war ja jetzt gut. Der konnte uns von hinten gar nichts. Der konnte nur in die Richtung schießen. Ja, er hat eben auch in die Richtung geschossen.